Webinar heute mit dem Titel NetXP Verein Artikelrechnungen. Ja, das ist ein Teil von NetXP Verein, betrifft das Rechnungswesen, wobei sich dieses Rechnungswesen im Endeffekt auch wieder aufteilt. Grundsätzlich mal einmal auf die Beitragsrechnungen. Wie diese Beitragsrechnungen als solche erstellt werden, das lernen wir bereits bei der Beitragsabrechnung, denn das Ganze ist Teil der Beitragsabrechnung. Und auf der anderen Seite haben wir im Endeffekt doch dann wirklich dieses Rechnungswesen, dieses klassische Rechnungswesen, dieses Erstellen von Artikelrechnungen. Egal, ob ich jetzt eine Artikelrechnung oder eine Beitragsrechnung erstelle, landen beide Rechnungstypen dann später im Menüpunkt Buchungen, Rechnungen. Also hier drin unter Buchungen, Rechnungen landen später alle Typen, egal was ich erstellt habe. Der Ursprungsort sind aber unterschiedlich. Artikelrechnungen werden aus dieser Maske hier erstellt und Beitragsrechnungen, wie gesagt, wie wir das bei der Beitragsabrechnung lernen, werden eben aus den entsprechenden Buchungslisten der Beitragsabrechnung erstellt, aber das ist Teil der Beitragsbuchung. Ja, was kann das Artikelrechnungswesen in NetXP Verein? Das kann gar nicht einmal so wenig, denn wir haben unter anderem viele Handwerker, die im Endeffekt NetXP Verein verwenden, um für ihren Betrieb im Endeffekt Rechnungen erstellen zu können. Und daran sieht man schon, dass dieses Rechnungswesen zwei große Vorteile hat. Es ist auf der einen Seite ist es sehr einfach zu bedienen und trotzdem eben sehr komfortabel. Wir werden relativ schnell merken im Endeffekt, dass wir innerhalb dieses Rechnungswesens, dass wir hier ganz viele Möglichkeiten haben, die eben mit dem Laufe der Zeit dazugekommen sind. Das heißt, wir haben also hier, ich behaupte jetzt mal, dass dies hier die größte Liste aller Optionen ist, die auf einer rechten Maustaste liegt, die es im ganzen NetXP-Verein gibt. Und das hat natürlich damit etwas zu tun, da eben mit diesem Rechnungswesen hier tatsächlich gearbeitet wird. Ja, und wie das jetzt eben funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Aber zuerst schwenken wir mal weg, und zwar dieser Titel heute heißt ja Artikelrechnungen erstellen. Deshalb will ich jetzt erstmal auf einen anderen Menüpunkt zugreifen und zwar einmal hier auf die Artikel und später dann auch nochmal hier auf die Lieferanten. Also, das bedeutet, in der Artikelverwaltung habe ich die Möglichkeit, ständig wiederkehrende Artikel eben zu erfassen. Wenn ich diese Artikel erfasse, dann kann ich diese hier erfassten Artikel später also im Rechnungswesen ständig wiederverwenden. Das bedeutet, ich muss natürlich diese Artikel nicht jedes Mal wieder abtippen. Wenn wir schon beim Abtippen sind, wenn ich natürlich jetzt immer so komplett unterschiedliche Artikel habe, dann muss ich diesen Artikelstamm hier nicht verwenden, sondern ich kann dann später innerhalb des Artikelrechnungswesens kann ich also auch diese Artikel frei eintippen. Auch diese Freiheit haben wir, auch diese Möglichkeit besteht. Ja, dieser Artikelbaum hier oder diese Artikelverwaltung ist unglaublich einfach zu bedienen. Das Ganze funktioniert also erstens einmal hier mit sogenannten Kategorien. Das bedeutet, ich kann also jetzt völlig frei, kann ich mir irgendwelche Unterteilungen hier einstellen. Ich kann wieder Kategorien, Unterkategorien, Unterkategorien, Unterkategorien setzen. Wie das Ganze hier aufgebaut ist, das bleibt rein mir überlassen. Also das bedeutet, ich könnte jetzt hier zum Beispiel eine neue Hauptkategorie erstellen und die nennen wir jetzt mal ja, V-Veranstaltungen, nennen wir es mal S wie Seminare. Genau, ich könnte jetzt hier bereits einstellen Sparte und Projekt, denn auch hier ist es natürlich so, dass diese Sparten und Projekte nur, also diese Kategorien eben nur von denen später von diesen untergeordneten Schatzmeistern gesehen werden können, die eben im Endeffekt also hier auch Zugriff auf die entsprechenden Sparten und Projekte haben. Also so ist das Ganze zu sehen und so ist das Ganze untergliedert. Genau. Nachdem ich also hier auf Übernehmen geklickt habe, sehen wir also jetzt hier alphabetisch eingeordnet S wie Seminare. Genau. Und unter diese Seminare können wir jetzt beliebig viele Artikel setzen. Ja, und das ist ebenfalls wahnsinnig einfach.
Ich wähle also die Kategorie aus, die eben diese Artikel umfassen soll, klicke dann unten auf Neuer Artikel. Ja, und jetzt kann ich auch wieder völlig frei erfassen. Das bedeutet, also macht natürlich Sinn, dass man irgendwo diese Kategorienummer vielleicht in den Artikelnummer einfließen lässt. Und ich schreibe jetzt einfach mal hier Testartikel rein, weil mir nichts Blöderes einfällt, weil wir haben ja vorhin richtige Artikel, die wir später dann in Rechnung stellen können. Alle Felder, die ich hier erfasse, kann ich mir, wenn ich will, später auf dem Rechnungsformular anzeigen lassen. Das bedeutet, ich kann auf dem Rechnungsformular später anzeigen lassen, die Artikelnummer natürlich, den Artikelbezeichnung, den Artikelnamen, die Artikelbeschreibung, dann eben natürlich auch eventuell ein Bild. Es gibt durchaus Vereine bei uns, die mit Bildern arbeiten. Die haben also hier später bei jedem Artikel ein Bild hinterlegt. Und diese Bilder können dann also auch auf den Rechnungsformularen entsprechend wiederverwendet werden. Ja, macht das Ganze ein bisschen bunter und ich finde auch deutlich ansprechender. Ja, dann sehen wir hier schon Nettopreis, Steuersatz, Bruttopreis und Nettoeinkaufspreis. Das alles sind Felder, die sich, glaube ich, automatisch, wenn man ein bisschen überlegt, ergeben. Das bedeutet also, ich kann hier einen Nettowert eingeben, dann mit einem Steuersatz kommt eben ein Bruttopreis raus. Ich kann an der Stelle aber auch den Steuersatz natürlich auf Null setzen, dann ist der Nettopreis gleich der Bruttopreis. Also je nachdem, ob der Verein umsatzsteuerpflichtig ist oder nicht, kann im Endeffekt hier eben der Artikel eingestellt werden. Und vor allen Dingen, wie gesagt, also ich kann die Prozentwert hier einfach eintippen. Das bedeutet später, egal ob 19, 7, 5,5, 10,9%, egal was man also hat, kann man eben hier entsprechend erfassen. Ja, dann kommt ein Infofeld oder es kommen eigentlich zwei Infofelder. Einmal der Nettoeinkauf, das ist ein Infofeld, das wird überhaupt nicht ausgewertet, also es wird hier keine Erfolgsrechnung gemacht im klassischen Sinne, sondern es wird im Endeffekt hier nur eine Info erfasst, in der ich eben erfassen kann, zu welchem Preis ich einen bestimmten Artikel eingekauft habe, um das eventuell später in Form eines Excel-Exports hier auszurechnen. Und auch der Bestand hier unten, ebenfalls das hier, ist auch ebenfalls ein reines Infofeld. Das bedeutet, wenn ich hier einen Bestand erfasse, und ich später Rechnungen schreibe, dann wird eben dieser Bestand um die Menge immer reduziert, die ich in Rechnungen wiederverwende. Wenn ich das Ganze mache mit dem Bestand, dann ist es natürlich auch so, dass wenn ich dann eine Rechnung schreiben will, die den Bestand in ein theoretisches Minus führen würde, würde ich eben eine entsprechende Warnung dafür erhalten. Sparte, Projekt und Information, das gleiche wieder. Das bedeutet also auch hier, Sparte, Projekt kann ich angeben und eine Buchungsinformation, wenn ich das Ganze wollte. Ja, es ist logisch, wenn ich hier im Artikel eine Sparte und eine EA stelle, eine Sparte und ein Projekt angebe, dann sind diese Informationen natürlich bei den Artikeln vorbelegt. Und so kann ich im Endeffekt jemanden eine Rechnung schreiben lassen, der grundsätzlich von Buchhaltung, entschuldigen Sie den Ausdruck, 0,0 Ahnung hat. Denn der muss ja nur die Rechnung schreiben. Die Einstellungen für EA-Stelle, Sparte und Projekt wurden ja in den Artikeln getroffen. Ja, ich übernehme das Ganze jetzt mal. Ich will gar nicht so viel tippen. Und man sieht, ich habe also jetzt hier einen Artikel erfasst. Ganz einfach, ganz easy, ganz logisch. Ich kann diese Artikel, wenn ich will, natürlich auch entsprechend wieder rauslöschen. Einfach löschen. Ich kann die natürlich auch bearbeiten, wenn ich will, mit einem Doppelklick. Und ich kann genauso also auch diese entsprechenden Kategorien auch wieder rauslöschen. Ja, beides kann ich exportieren oder drucken. Also Kategorien und Artikel. Das bedeutet, ich kann also hier meinen gesamten Artikelbaum drucken. Das ist hier ein sogenannter Schnelldruck. Es wurde von den Vereinen noch nichts anderes gewünscht. Das heißt, der druckt jetzt alle Felder, die ich hier oben drin habe. Nehme ich hier Felder raus, also dass ich zum Beispiel nur noch einen Bruttopreis drin habe, dann wird das Ganze eben entsprechend wieder gedruckt. Ja, schaut dann so aus. Kategorie und wenn ich jetzt hier drucken klicke, dann wird also hier
im Schnelldruck wirklich nur das gedruckt, was ich hier entsprechend sehe. Gut, exportieren genau das Gleiche. Wenn ich hier exportiere, wird natürlich die Tabelle genauso in den Feldern in der Sortierung exportiert, wie ich sie hier eben entsprechend erstellt habe. Ja, das war's im Endeffekt hier mit den Artikeln. Ich glaube, ja, wie gesagt, selbsterklärend, nichts dabei. Sehr frei. Vor allen Dingen, das ist auch etwas, das wir uns inzwischen auf die Fahnen geschrieben haben. Wir wollen die Vereine nicht einschränken, dass wir sagen, du musst jetzt unbedingt eine Beschreibung haben oder du musst jetzt irgendwas haben. Das machen wir jetzt überhaupt nicht mehr, sondern wir lassen jetzt den Vereinen jede Freiheit, eben hier zu verfahren, ja, wie man will. Dann schauen wir weiter. Also das ist die eine Stammdatentabelle, die Artikel, die ich mir in meine Rechnung holen kann. Und die andere Stammdatentabelle, die ich hier dann verbinden kann, sind die Lieferanten. Das bedeutet, wenn ich also zusätzlich zu meinen Mitgliedern immer wieder Institutionen habe, wie zum Beispiel jetzt hier Lieferanten, denen ich also ständig auch Sachen liefere, also die nicht nur mir Sachen liefern, sondern denen ich auch Sachen liefere, dann haben wir die Möglichkeit, hier diese Lieferanten zu erfassen. Total einfach. Einfach irgendeine Nummer, dann einen Kurznamen, einen Lieferantennamen, Straße, Postleitzahl, Ort, eventueller IBAN. Das sind im Endeffekt hier Informationen, die dann später eben in der Rechnung wieder verwendet werden. Absolut selbsterklärend. Und das ist die zweite Stammdatentabelle. Und was brauche ich jetzt noch, um entsprechende Rechnungen erstellen zu können? Das sind natürlich meine Rechnungsformularvorlagen. Und diese Rechnungsformularvorlagen, die finden wir unter Kommunikation Vorlagen. Und hier habe ich jetzt mal für heute drei Rechnungsformulare angelegt. Einmal eine Artikelrechnung, einmal eine Beitragsrechnung und auch eine Vorlage eben entsprechend für eine Gutschrift. Wenn man wissen will, wie diese Rechnungen anzupassen sind, das würde den zeitlichen Rahmen des heutigen Webinars also insgesamt sehr schwer gefährden, dann ist Folgendes, und zwar wir können die, dann verweise ich gerne an der Stelle immer auf bereits aufgezeichnete Videos, auch immer ein guter Tipp. Wenn ich also etwas über diese Maske lernen will, klicke ich oben auf das Fragezeichen und finde dann hier irgendwo vermutlich auf der zweiten Seite Rechnungen und Mahnungen anpassen, also das entsprechende Schulungsvideo, mit dem man eben lernen kann, wie diese Rechnungsformulare ganz grundsätzlich anzupassen sind. Ganz praktisch im Endeffekt. Kurze Vorschau, was ist der Unterschied zwischen Artikelrechnung und Beitragsrechnung? Wir sehen das hier, Artikelbeschreibung oder Mitgliedsname, bei Beitragsrechnung Zusatzinformation des Artikels oder des Beitrags bei Beitragsrechnung. Also hier ist das Ganze mehrzeilig und bei einer Beitragsrechnung ist das Ganze etwas kürzer angelegt. Das Ganze ist dann hier etwas kürzer, also auch wieder Artikelbeschreibung, aber eben das Ganze zweizeilig nur und nicht, wie es in der Artikelrechnung ist, insgesamt vierzeilig. Wie gesagt, diese Rechnungen können, diese Vorlagen können alle angepasst werden. Und damit haben wir alles beieinander. Damit haben wir alles zusammen, was wir eben brauchen, um Artikelrechnungen schreiben zu können. Denn wir haben also Stammdaten die Artikel, wir haben als Stammdaten eventuell die Lieferanten oder die Mitglieder. Ich kann auf beide Datenbanken zugreifen, auf beide Tabellen und ich habe eben meine für den Verein entsprechend angepassten Formulare. Noch etwas braucht man übrigens, wenn ich Rechnungen schreiben will, die ich zum Beispiel per Lastschrift bei meinen Mitgliedern einziehe oder bei meinen Interessenten einziehe, dann brauche ich natürlich noch ein entsprechendes Bankkonto. Das muss natürlich ebenfalls eingerichtet sein unter Finanzdatenkonten und es muss auch noch eingerichtet sein, natürlich die EA-Stellen und die Projekte und die Abteilungen, wenn ich das eben entsprechend verwenden will. Also das muss alles vorher schon bestehen. Und jetzt müsste man noch etwas einstellen. Und zwar, wir wissen sicher, es gibt eine Rechnungsnummernvorgabe von der OFD, von der Oberfinanzdirektion. Also
Es gibt sogenannte Rechnungslegungsvorschriften. Und innerhalb dieser Rechnungslegungsvorschriften steht, dass wir jeder Rechnung eine eindeutige Nummer geben müssen. Es steht übrigens nicht mehr drin. Es steht nicht drin, dass die Rechnungsnummern absolut genau aufeinander folgen müssen, ohne Lücken. Es steht auch nichts drin, dass das Ganze in irgendeiner Art und Weise hier, dass hier Rechnungen nicht gelöscht werden dürfen oder Rechnungsnummern nicht gelöscht werden dürfen. Das steht alles nicht drin. Es steht nur drin, dass ich eine Rechnungsnummer eben grundsätzlich nicht zweimal verwenden darf. Das ist das Einzige, was drinsteht. Und diese Rechnungsnummern, die können wir natürlich auch, also wir können nicht nur einen Rechnungsnummernkreis in NetXP Freien anlegen, sondern deren mehrere. Das bedeutet, wir haben so auf die Art und Weise eben die Möglichkeit, dass jede Abteilung einen eigenen Rechnungsnummernkreis erhalten kann, bei dem dann wiederum jede Abteilung eben ja abfolgend eben ihre Rechnungsnummern vergibt automatisch oder die Software. Diese Rechnungsnummernkreise können angepasst werden, einmal vom Admin des Vereins oder vom Hauptschatzmeister, und zwar unter Verwaltung Optionen und im Register Nummernkreise. Und im Register Nummernkreise habe ich jetzt hier schon mal einen Rechnungszähler angelegt, den lösche ich jetzt mal sogar wieder und lege einen neuen an. Und ich nenne den jetzt mal Seminarkreis. Also wie der heißt, dann ist das Hauptverein. Dann ist das völlig egal. Also ich kann den benennen, wie ich will. Ich kann diesem Rechnungsnummernkreis einen Präfix mitgeben. Das ist im Endeffekt eine Zeichenfolge, die vor der Rechnungsnummer erscheint. Können wir so machen, also HV. Wir könnten dann auch einen Suffix vergeben. Das ist im Endeffekt das, was hinter der Rechnungsnummer steht. Hier gibt es also auch zum Beispiel die Variable Jahr. Da wird also immer das aktuelle Jahr gedruckt und ich kann eben den nächsten zu vergebenden Zähler einstellen, wie jetzt hier zum Beispiel die 1 und wie viele Stellen grundsätzlich meine Rechnungsnummer haben sollte. Ich sage bei mir jetzt mal 3, denn das sollte also völlig ausreichend sein. Dann stelle ich die Sparte noch ein, bei mir Gesamtmitglieder, weil ja das ein Rechnungsnummernkreis für den Hauptverein ist. Ja, jetzt kann man schlussendlich noch wählen, dass eben der Rechnungsnummernzähler automatisch genullt wird bei jedem Jahreswechsel. Das bedeutet also, wenn wir den Wechsel von einem auf das nächste Jahr haben, dann beginnt eben dieser Rechnungsnummernzähler hier wieder bei 0 und damit ist die nächste zu vergebende Nummer die 1. Macht ja in unserem Fall Sinn, weil er wird es eben das aktuelle Jahr mit haben. Das bedeutet also, die erste Rechnung, die wir also jetzt dann schreiben, hat dann die Rechnungsnummer HV001-2024, die nächste Rechnungsnummer hätte dann HV002-2024, die erste Rechnungsnummer im Jahr 25 hätte dann HV001-2025. So ist es hier jetzt eingestellt. Sehen wir auch hier, wie diese nächste Rechnungsnummer aussieht. Wenn man will, übrigens, kann man hier auch noch mit Bindestrichen arbeiten, machen viele, dass das Ganze eben hier nochmal ein bisschen ja, strukturierter dargestellt wird, sagen wir mal so. Also auch das ist möglich und ist total einfach zu bedienen. Schlussendlich klicke ich auf Speichern und damit habe ich jetzt das letzte angelegt, was ich brauche, und zwar den Rechnungsnummernkreis. Los geht's. Wir wollen Artikelrechnungen schreiben. Das bedeutet, wir wählen den Menüpunkt Buchungen, den Untermenüpunkt Rechnungen. Man sieht, ich habe hier schon eine Menge Rechnungen erstellt. Wir können hier übrigens nicht nur Rechnungen erstellen, sondern wir können hier auch Gutschriften und Angebote erstellen. Also auch diese beiden weiteren, ich sage jetzt mal, Dokumententypen oder Abrechnungstypen können hier eben entsprechend erstellt werden. Der Unterschied zwischen Rechnung und Gutschrift ist, dass bei der Gutschrift der Betrag negativ eingegeben werden muss, also mit einem vorgestellten Minus, und damit wird er dann demjenigen Mitglied oder Lieferanten entsprechend überwiesen. Also das gibt es in NetXP-Freien genauso. Wir können bei eventuell versehentlich gestellten Rechnungen oder bei bezahlten Rechnungen, bei denen dann die Artikel wieder zurückgegeben wurden, kann ich jetzt schon mal erwähnen,
können wir später also dann auch eine Gutschrift aus einer Rechnung erstellen, damit dann eben der Betrag entsprechend wieder zurücküberwiesen werden kann. Und wir das Ganze also auch beleghaft erfassen sollen. Eine grundsätzliche Rechnung wird erstellt, indem wir unten auf die Schaltfläche Neue Rechnung klicken. Mit der Schaltfläche Neue Rechnung kann ich also jetzt hier eine neue Rechnung beginnen. Und das beginnt ganz oben. Das bedeutet, also ich habe hier oben die Möglichkeit, entweder ja, zu tippen und dann eben hier aus einem Lieferanten oder einem Mitglied zu wählen. Ich könnte also jetzt zum Beispiel diese Allianz Generalvertretung Flussmeister wählen. Ich kann aber auch, wenn ich das will, hier ein Mitglied wählen aus, können wir also auch den Sommer Ben nehmen. Ist jetzt mal völlig egal, wie wir nehmen. Ist soweit klar. Wenn ich dieses Mitglied nicht gespeichert habe, dann muss ich dieses Mitglied hier oben ganz einfach erfassen. Wichtig ist, dass man bei Straße, Postleitzahl und Ort etwas eingibt, denn eine Rechnung ohne Straße, Postleitzahl und Ort, Empfänger der Ware, sollte ja eben eindeutig identifizierbar sein. Und dazu braucht man eben Name, Straße, Postleitzahl und Ort. Dann geht es weiter mit den Rechnungsdetails. Man hat jetzt die Möglichkeit, hier der Rechnung eine Bezeichnung zu geben. Wenn man will, irgendeinen Text. Die Bezeichnung kann im Rechnungsformular, wenn man will, als Variable eingefügt werden. Ich kann, wenn noch nicht in den Artikeln geschehen, eine Rechnung hier jetzt auch dann schon auf Sparte und Projekt einstellen, wenn ich will, wenn es noch nicht in den Artikeln hinterlegt ist. Ich empfehle das aber ganz grundsätzlich immer in den Artikeln zu hinterlegen. Immer, wirklich immer. Ja, dann kann ich hier einen Rechnungsnummernkreis auswählen. Wir haben ja jetzt gerade den vorher angelegt. Das ist dieser Seminarkreis Hauptverein. Dann das natürlich entscheidende Auftragsdatum. Das bedeutet also, mit welchem Auftragsdatum wird die Rechnung erstellt. Ich lasse jetzt mal den 20.06. drin stehen. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich tippe das hier an und NetXP-Verein sehen wir hier hinten, rechnet die Tage automatisch aus. Ich könnte aber auch sagen, ich will die Tage eingeben und die Software rechnet dann praktisch das Datum zurück. Also je nachdem, was ich machen will. Dann geht es zum Freitext. Auch der Freitext kann ich hier erfassen, was ich will. Der Freitext ebenfalls eine Variable, die dann später, wenn ich das will, wenn ich dieses Rechnungsformular entsprechend anpasse, wird dann eben dieser Freitext als Variable dann eben entsprechend auf dem Dokument auch gesetzt. Sofern wir zu den Rechnungsdetails, man sieht, da ist überhaupt nichts dabei. Dann geht es weiter, die Rechnungspositionen. Ich kann jetzt erst mal hier meine Vorlage einstellen, also diese angepasste Vorlage aus Kommunikation Vorlagen. Die können wir hier einstellen. Dann können wir einstellen, ob wir diese Rechnung sofort drucken wollen, also dass die eben sofort gedruckt wird. Das heißt, wenn wir die schreiben und dann unten auf Erstellen und Speichern klicken, dass sofort der Drucker beginnt und die Rechnung rauskommt. Und wir können auch einstellen, das ist bei mir also jetzt fest hinterlegt, dass diese Rechnung später auch im Belegarchiv gespeichert werden soll, damit eben diese Rechnung dann automatisch den entsprechenden Buchungen hinterlegt werden kann. Also auch das können wir hier einstellen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil ich muss das jetzt mal erklären, wie denn das buchhalterisch funktioniert. Natürlich ist es so, dass wir mit dem Erstellen einer Rechnung die großen vorbereitenden Maßnahmen für die Buchhaltung schon miterledigen. Das haben wir allein dadurch schon entdeckt, dass wir also bei den Artikeln EA-Stelle, Sparte und Projekt mit erfassen können. Jetzt ist es so. Jetzt kann man sagen, du pass mal auf, ich brauche jetzt diese Rechnung nur als Dokument. Die Zahlung, die ist eventuell vor sehr langer Zeit schon gelaufen. Das ist also einfach nur ein nachgeschobener Beleg. Ich brauche gar keine Buchung dazu. Ich habe auch nichts zum Gegenbuchen. Die Rechnung soll auch sofort, wenn ich fertig bin, als bereits bezahlt markiert werden. In dem Moment markiere ich keine Buchung erstellen. Das betrifft, wie gesagt, aber nur Rechnungsdokumente, für die definitiv kein Zahlungsverkehr mehr stattfindet. Denn
wenn ich eine Rechnung erstelle und hier anklicke, keine Buchung erstellen, dann keine Buchung erstellt und die Rechnung wird als sofort als bereits bezahlt abgestempelt. Die ist dann sofort im Register abgeschlossen. Dann kann ich auswählen, das kann ich jetzt nicht empfehlen, aber das braucht man leider für den einen oder anderen trotzdem, für den Gesamtbetrag eine Buchung erzeugen. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt bei den Artikeln nicht EA-Stelle erfasst, also keine EA-Stelle, keine Sparte und kein Projekt erfasst. Sie wollen das auch nur einmal machen. In dem Moment müsste dann in jeder Rechnungsposition, die wir einfügen, dieselbe EA-Stelle eingestellt werden. Und wir könnten dann hier oben an der Stelle Sparte und Projekt einmal zentral für alle Posten setzen. Das kann und meistens ist es aber so, dass wir buchhalterisch die verschiedenen Posten einer Rechnung auch in unterschiedliche EA-Stellen buchen wollen. Und in dem Moment muss ich anklicken, dass ich für jede Rechnungsposition eine eigene Buchung erstellen will. Das bedeutet, jede Rechnungsposition wird dann als offener Posten in meiner Buchungskontrolle geführt und kann dann später eben mit dem Zahlungseingang, der die Rechnung darstellt, gemeinsam gebucht werden. Also auf gut Deutsch gesagt bedeutet das, egal wie viele Positionen eine Rechnung hat, ich erhalte einen offenen Posten, den ich mit später einem Zahlungseingang verbuchen kann. Hier erhalte ich gar keinen offenen Posten. Da gibt es keinen offenen Posten. Und hier erhalte ich, je nachdem wie viele Positionen ich unten habe, also n offene Posten, sprich für jede Rechnungsposition einen eigenen offenen Posten. Die ganzen offenen Posten können dann später in einem Schritt mit dem Zahlungseingang entsprechend gegengebucht werden. Aber ich kann jeden Posten, jeden offenen Posten, jede Rechnungsposition in eine eigene EA-Stelle buchen. Dann schauen wir weiter. Dann natürlich das eigene Konto. Ich will natürlich, dass der Rechnungsempfänger die Rechnung bezahlt auf irgendeines meiner Vereinskonten. Ich habe also jetzt hier alle Konten zur Auswahl. Und jetzt ist natürlich logisch, wenn ich hier eine Kasse wähle, eine Barkasse, dann kann man hier natürlich nicht anklicken als Lastschrift oder per Überweisung, sondern dann geht hier natürlich nur als Barzahlung. Das bedeutet, wenn ich das mache und dann auf Erstellen klicke, dann ist diese Rechnung auch schon bezahlt. Achtung! Die ist dann auch schon gebucht, weil bei Barzahlungen Rechnungen in dem Moment geschrieben werden, wenn ich die Barzahlung erhalte. Wenn das Ganze über ein Bankkonto laufen soll, jetzt zum Beispiel über ein Girokonto, dann kann es natürlich nicht bar zahlen, sondern dann habe ich jetzt als Auswahl per Überweisung, sprich der Lieferant oder das Mitglied muss das Geld dem Verein überweisen oder eben hier als Lastschrift. Bei dem Mitglied Sommer Ben ist eine IBAN hinterlegt, über die wir das Ganze dann abrechnen können, wenn wir wollten. Wenn natürlich bei einem Mitglied keine IBAN drin ist, das erhalte ich ungefähr einmal im Jahr, die Frage. Wenn ich also jetzt irgendwo hier ein Mitglied habe, wie diesen Müller Stefan, und der hat keine IBAN im Mitglied hinterlegt, dann steht hier natürlich auch nichts drin. Ich kann aber trotzdem per Lastschrift einziehen, weil ich natürlich an der Stelle dann eine IBAN, eine BIC und auch eine Mandatsreferenz entsprechend erfassen kann. Auch das funktioniert ganz gut. Da muss ich also ein Mitglied das nicht haben, sondern kann es einzeln einziehen. Ansonsten gibt es eben hier noch die Überweisung. Das ist klar. Da steht dann eben, bitte überweisen Sie den offenen Betrag bis zum, ist ja hier oben eingestellt, auf unser Girokonto mit der IBAN XYZ. Also das wird dann entsprechend gedruckt, das ist entsprechend in der Vorlage so schon fest eingestellt. Das heißt, die Rechnungsvorlagen, die haben immer drei Einstellungen, also in einer Vorlage gibt es drei Einstellungen, einmal für Barzahler, einmal für Lastschrift und einmal für Überweisung. Also um das brauchen wir uns keine Sorgen machen, das können wir höchstens textalisch ein bisschen anpassen, wenn wir wollten. Weiter geht es zum Erfassen der Rechnungsposten. Das Erfassen der Rechnungsposten ist natürlich total easy, da ist gar nichts dabei. Funktioniert folgendermaßen. Ich habe hier die Möglichkeit mit dem grünen Plus, mir hier aus meiner Artikelverwaltung einen Artikel zu holen oder eben diesen Artikel hier eben einzeln und groß zu erfassen. Das ist die erste Möglichkeit, die allererste. Das heißt, ich klicke auf das grüne Plus. Könnte jetzt hier einen Artikel erfassen, wenn ich den schon gespeichert habe, wenn ich den schon erfasst habe,
klicke ich auf die drei Punkte und hole mir jetzt im Endeffekt raus den Artikel, den ich vorher schon erfasst habe. Machen wir hier mal eins, was macht man denn? Das bedeutet, ich habe also eine Artikelnummer drin, ich habe eine Beschreibung drin, ich habe eine Anzahl drin, einen Einzelpreis, aber keine Steuer. Doch, haben wir schon Steuer drin. Ich habe keinen Rabatt und habe damit einen Bruttobetrag. Braucht dann hier natürlich noch eine Ja-Stelle. Die ist jetzt im Artikel nicht voreingestellt gewesen. Eine Bandenwerbung ist jetzt. Schauen wir, ob es nicht irgendwas Gescheites gibt. So, viel besser. 4411 Vereinszeitungsinserate. Ja, und jetzt glaube ich, versteht man das ganz gut, denn die Einnahme dieses Postens wird jetzt in dieses Konto gebucht. Und jetzt können wir eben beliebig viele weitere Posten hinzufügen und wir sehen dann eben, dass diese die Regenjacke nochmal. Sehen wir auch, ja, die hat auch keine Spaten und keine Ja-Stelle drin. Das ist einfach im Artikelstamm schon mal falsch angelegt. Was machen wir denn da? Werbeeinnahmen, Einnahmen, Trikot und Ausrüsterwerbung. Ist ja egal, es geht ja nicht darum, ob das jetzt Sinn ergibt, was ich da eingibt, sondern was wir da, wie das Rechnungserstellen funktioniert. Man versteht das, glaube ich, jetzt ganz einfach. Denn ich habe hier zwei Zielkonten. Hier kann ich natürlich nicht an Haken für Gesamtbetrag eine Buchung erzeugen, weil natürlich die eine Buchung ja nicht zwei EA-Stellen haben kann. Deshalb muss ich jetzt hier korrekterweise für jede Rechnungsposition eine Buchung erzeugen, anklicken. Ja, das ist das Hinzufügen aus dem Artikelstamm. Ich könnte jetzt hier auch jedes Mal einen neuen Artikel erstellen. Also das heißt, ich komme dann auch immer in die Artikelverwaltung, damit ich einen Artikel fest hinzufügen kann, dauerhaft speichern und dann eben hier übernehmen. Und ich kann hier auch freie Rechnungspositionen hinzufügen, dass man eben sagt, weiß nicht, sonstiges, ein Stück, weiß ich nicht, 15 Euro, Null Steuer, Rabatt, 10% Rabatt und das Ganze ebenfalls auf Bandenwerbung. Völlig wurscht, wie gesagt, ob das Sinn ergibt. Es ist, glaube ich, eben soweit klar, wie das funktioniert. Und wir haben jetzt auch mal hier mal ein bisschen was mit Rabatt erfasst im Endeffekt. Jetzt sehen wir, könnte man natürlich davon ausgehen, dass hier unten ein einziger Button ist, der da heißt, weiß ich nicht, erstellen oder speichern. Das reicht aber nicht. Denn man muss sich jetzt vorstellen, diese Rechnung, die wird geschrieben. Jetzt muss ich unterbrechen, weil ich muss pünktlich in die Vorstandschaftssitzung. Ich will an der Stelle morgen weiterarbeiten. Also ich muss die jetzt nicht fertig machen, die Rechnung, sondern ich will die zwischenspeichern. Dieses Zwischenspeichern funktioniert easy, also speichern. Jetzt ist diese Rechnung gespeichert und ich finde hier im Status neu. Morgen, wenn es weitergeht, kann ich das wieder anzeigen und ich kann dann die Rechnung hier weiterschreiben. Das heißt, ich kann mir also zwischendurch immer so Rechnungen mal zwischenspeichern. Dann gibt es die Schaltfläche Angebot erstellen. Angebot erstellen bedeutet, ich brauche natürlich hier auch eine Vorlage. Also ich brauche hier drin irgendwo eine Vorlage, in die ich so ein Angebot drucken kann. Also da muss ja Angebot draufstehen. Da brauche ich dann wahrscheinlich auf der Vorlage auch keine Rechnungsnummer. Von mir aus lasse ich es drauf, das ist völlig wurscht. Also ich brauche auf alle Fälle eben eine entsprechend angepasste Vorlage unter Kommunikation Vorlagen, eben auch für Angebot. Ja, und das hier unten, dieser dritte Button, bedeutet nun erstellen und speichern. Das bedeutet, diese Rechnung wird erstellt, das Dokument wird erstellt und diese drei Buchungen werden in den Bereich der offenen Posten geschrieben und wenn ich es per Lastschrift erzeuge, der Bankauftrag für die Lastschrift wird in den Bankenübertrag gestellt. Da muss ich es also dann nur noch zur Bank schicken und bin mit meiner Rechnung endgültig fertig. Erst wenn dann die Rechnung zurückkommt, wird über die automatische Zuweisung das automatisch zugewiesen und die Rechnung auch entsprechend gebucht. Wenn man jetzt mal erst einmal sagt, naja, du, zeig mir mal, wie die Rechnung aussieht überhaupt, bevor ich es jetzt erstelle. Hier gibt es dann natürlich die Schaltfläche Vorschau. Ja, und das sehen wir hier. Eine Viertelseite
mit Steuersatz 19% Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer. Die ist hier nicht ausgerechnet, aber das liegt, wie gesagt, an der Vorlage. Das kann man machen, wie man will. Also man könnte hier auch eine Spalte Steuerwert einblenden. Dann Regenjacke eben ohne Steuer und Sonstiges mit 10% Rabatt. Sehen wir also auch entsprechend hier drin. Das gesagt, kann man sich alles anzeigen. Das mit dem Anpassen dieses Rechnungsformulars sind ganz eigene Schulungen. Gut, gefällt mir. Und wenn ich dann fertig bin, dann erstelle und speichere ich jetzt diese Rechnung. Man merkt, hier passiert ein bisschen was. Und jetzt habe ich diese Rechnung erstellt. Ich finde die hier. Und wenn ich die Rechnung sehen will, mache ich einen Doppelklick drauf und dann öffnet mein Acrobat Reader. Ich habe jetzt im Endeffekt hier jetzt meine Rechnung drin. Wir sehen, da haben wir die Rechnungsnummer HV00124 und ich kann die Rechnung jetzt drucken. Was ist zusätzlich passiert? Es ist also nicht nur dieses Dokument erstellt worden, sondern wie gesagt, unter Buchungen, Buchungskontrolle, wurde jetzt im Register offene Posten ebenfalls hier ein offener Posten angelegt. Den sehen wir hier. Und zwar für jeden Rechnungsposten eine eigene Buchung. Wir haben jetzt für jeden Posten eine eigene Buchung. Und der Beleg liegt ebenfalls, wir sehen das hinten bei eingeschalteter Belegablage, der Beleg ist automatisch diesen Buchungen schon zugewiesen. Da brauche ich nichts machen. Das macht er vollkommen automatisch. Ja, wenn jetzt der Zahlungseingang kommt, dann wird, also Sekunde, noch eins, im Bankenübertrag finden wir jetzt natürlich diesen Lastschriften-Eintrag hier und ich könnte den jetzt zur Bank schicken. Von der Bank wird dann ein Kontoumsatz ein Kontoumsatz geliefert und diesen Kontoumsatz werden wir später dann gegen die Rechnung buchen. Und auf diese Art und Weise wird die Rechnung dann eben abgeschlossen. Also auch das funktioniert natürlich aus rein. Da muss man überhaupt nichts händisch machen oder manuell machen, sondern das macht das System NetXP Verein. Während der normalen Buchhaltung wird eben hier immer geschaut, ob eine Rechnung dann schon eventuell teilbezahlt, vollbezahlt ist oder etc. irgendwas. Was wir jetzt noch bräuchten, wäre jetzt mal so eine Angebotsvorlage. Ich kopiere jetzt einfach mal ganz kurz hier diese Artikelrechnung, schreibe da Angebot drüber, will das jetzt mal bearbeiten, dass man mal sieht, wie schnell sowas geht und sagt, du, pass auf, das hier unten brauche ich alles nicht, die Zahlung, das brauche ich nicht, das lösche ich raus. So, weil beim Angebot brauche ich das nicht und ich will, dass hier oben eine Rechnung steht. Eben, sondern Angebot. Jetzt hat man so eine Angebotsvorlage erstellt. Das speichere ich jetzt und schließe das Ganze. Nenne es Angebot, völlig in Ordnung. Schauen wir uns mal die Angebote an. Buchungen, Rechnungen und dann jetzt kann ich jetzt eben eine neue Rechnung. Neue Rechnung beinhaltet natürlich auch Angebot. Und jetzt bieten wir einfach mal irgendwas an. Und zwar Kunstrasenvermietung mit Flutlicht. Und zwar für 16 Abende. Anzahl 16. Genau, das sind also insgesamt 2.856 Euro. Und der andere Verein, der oder die andere Gruppe, die will also jetzt hier ein Angebot dafür erhalten. Die Allianz möchte Fußball spielen. Das bin ich jetzt fertig und will hier dann später das Angebot erstellen. Und jetzt habe ich also hier eben entsprechend ein Angebot. Mir ist jetzt aber Folgendes passiert. Wir sehen das. Ich habe jetzt hier das falsche Dokument gewählt. Also ich habe oben die falsche Dokumentenvorlage gewählt. Und jetzt sind wir schon mal beim allerersten Mal, denn an dieser Stelle hier kann ich jetzt, wenn ich will, die Dokumente hinter den Datensätzen der Rechnungen austauschen. Das heißt, wenn ich jetzt hier aus Versehen, das funktioniert auch bei einer Rechnung oder bei einer Gutschrift, wenn ich hier aus Versehen jetzt das falsche Dokument erwischt habe, dann kann ich das Ganze hier vorne markieren, die falsche Vorlage, die falsche Dokumentenvorlage, markiere ich das, klicke mit der rechten Maustaste drauf und kann hier unten einstellen, Dokument löschen und neu erstellen.
Jetzt sagt er für das Angebot, was willst du? Ah, ich will jetzt hier die neue Vorlage Angebot verwenden. Jetzt ist der Datensatz der gleiche, aber ich habe jetzt hier eben meine Dokumentenvorlage Angebot dahinter. Das heißt, wir können auch im Nachhinein Dokumente entsprechend löschen und neu erstellen lassen. Gut. Ja, der Verein nimmt das Angebot an und der sagt, du, wir buchen die 16 Mal abends den Platz und ich will jetzt gerne aus dem Angebot eine Rechnung machen. Und das ist tatsächlich ebenfalls wahnsinnig einfach. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich markiere das Ganze und klicke auf Erstellen. Erstellen bedeutet einfach, die Rechnung wird erstellt. Anzeigen ist klar, eröffnet diese Vorlage oder dieses Dokument. Also das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier erstellen will, dann kann ich jetzt hier eine Rechnung draus erstellen. Ihr fragt mich jetzt natürlich Fälligkeitsdatum, also bis wann muss denn der Deliquent die Rechnung zahlen? Sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht. Macht man 12.07. und ich will als Vorlage, weil ja dieses war ja vorher Angebotsvorlage, jetzt muss ich hier sagen, ich will als Vorlage hier die Artikelrechnung haben. Dann das Belegarchiv natürlich entsprechend wählen, wo der Beleg abgelegt werden soll. Und jetzt habe ich aus dem Angebot hier eine Rechnung gemacht und diese Rechnung hat jetzt sofort natürlich die Rechnungsnummer 002/2024. Wenn ich jetzt einen Doppelklick drauf mache, dann weiß NetXP Verein aber, du pass auf, da war früher mal ein Angebot drin und eine Rechnung. Und jetzt ist eine Rechnung. Was willst du denn sehen? Das heißt, ich könnte mir jetzt hier an der Stelle das Angebot immer noch anzeigen lassen. Ich könnte, wenn ich wollte, aber auch sagen, nö, du pass auf, zeig mir die Rechnung, weil ich will die jetzt drucken. Dann schaut es so aus. Also das heißt, beide Dokumente bleiben jetzt natürlich in diesem Datensatz entsprechend erhalten. Ja, jetzt könnte es aber sein, dass die sagen, du, wir wollen wir doch nur 14 Mal. Wir wollen wir doch nur 14 Mal. Könnten wir bitte eine geänderte Rechnung haben, weil wir unsere Bestellung ändern? Ist klar, in dem Moment kann ich das natürlich jetzt nicht, weil wir sehen ja, wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, dann ändert sich ja, dann öffne ich ja Dokument, weil es ja fertig ist und nicht die Einstellung der Rechnung. Und deshalb gibt es jetzt auch an der Stelle später oder jetzt die Möglichkeit, dass ich jetzt das Ganze wieder zurücksetze. Also das bedeutet, ich will das erstellte Dokument löschen. Das braucht man nicht mehr, das Dokument, weil die Rechnung ist ja falsch. Ich will das Dokument löschen und ich will die Rechnung in den Status neu versetzen, damit ich jetzt Posten entsprechend bearbeiten kann. Das bedeutet, ich wähle jetzt hier unten aus Dokument löschen und Rechnung in neu zurücksetzen. Es kommt hier eine Warnung. Wollen Sie die gewählten Rechnungsdokumente wirklich löschen und die Rechnung in den Status neu zurücksetzen? Die gelöschten Dokumente können nicht wiederhergestellt werden, sondern müssen über die Rechnung neu erstellt werden. Gegebenenfalls mit der Rechnung verbundene Buchungen werden ebenfalls aufgehoben und gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Also, das bedeutet, dieses Dokument ist jetzt dann weg. Wenn ich das rausgeschickt habe oder wenn ich jetzt nicht 100% weiß oder sagen wir so, wenn ich das Dokument schon versendet habe oder ich das nicht mehr unter Kontrolle habe, dann sollte ich das nicht machen, denn eventuell könnte ja der Empfänger der Rechnung, wenn er umsatzsteuerpflichtig ist, diese Vorsteuer dann im Endeffekt doppelt zielen, weil er ja zwei Rechnungen von mir hat. Also in dem Moment müsste man diese Rechnung tatsächlich komplett stornieren und neu stellen. Das Ganze betrifft natürlich auch Rechnungen, bei denen praktisch schon Zahlungseingänge verbucht sind, denn diese Rechnung wird ja jetzt komplett gelöscht und damit auch die Buchungen entsprechend entfernt. Das heißt, bereits eingegangene Zahlungseingänge würden eben wieder aufgehoben und ich müsste die neu buchen. Das ist soweit auch klar. Ich will das jetzt trotzdem machen. Ich habe jetzt die Rechnung wieder im Status neu und an der Stelle jetzt könnte ich die jetzt doppelt anklicken und könnte die jetzt eben entsprechend verändern, erstellen und speichern. Das heißt, jetzt haben wir ein Angebot dahinter, das
gilt jetzt aber nicht mehr, weil ja wir das alles gelöscht haben. Das heißt, das Angebot, das Falsche, ist auch weg. Wir haben jetzt nur noch eine Rechnung dahinter. Jetzt passiert es, ich bin fertig mit dem Rechnungsschreiben, will das rausschicken und jetzt ruft der Verein oder die Gruppe an und sagt, du, pass auf, April, April, wir haben einen anderen gefunden, die schenken uns den Platz, wir brauchen gar nichts. Rechnung brauchst du uns gar nicht schicken, wir brauchen das alles nicht. Wiederum eine Möglichkeit, die es wahrscheinlich nur in NetXP-Verein gibt. Ich kann diese Rechnung eben auch anklicken, wenn ich will, und ich kann die komplett ungeschehen machen. Das bedeutet, ich kann also jetzt hier mit gewählte Posten löschen, kann ich diese Rechnung hier komplett löschen. Weg. Die gab es nie. Diese Rechnungsnummer ist jetzt weg, diese 002. Das heißt, wenn ich das nächste Mal jetzt eine Rechnung schreibe, kommt die Rechnung mit der Nummer 004. Brauche ich nicht. Wie gesagt, die muss nicht durchlaufend sein, die Rechnungsnummer. Das ist völlig irrelevant. Warum lassen wir hier eine Lücke? Wir lassen eine Lücke deshalb, also warum verwenden wir die 2 nicht wieder? Wir verwenden die 2 deshalb nicht wieder, denn gelöschte Objekte können im NetXP-Verein wiederhergestellt werden. Und zwar hier unten mit dem Mülleimer könnte ich jetzt, wenn ich wollte, versehentlich gelöschte Rechnungen wiederherstellen. Also hier diese Allianz Generalvertretung kann ich jetzt wiederherstellen und jetzt finde ich diese Rechnung wieder in meiner Rechnungsübersicht. Hätte ich jetzt diese Nummer 002 erneut vergeben bei einer anderen Rechnung und würde dann eine gelöschte Rechnung wiederherstellen, dann hätte ich ja die 002 doppelt für 2 unterschiedliche Empfänger. Und genau das, liebe Teilnehmer, genau das darf nicht passieren. Deshalb lassen wir lieber eine Lücke. Das passt, wie verschickt man die Rechnung? Wie können wir so eine Rechnung versenden? Wir können eine Rechnung versenden in dem Moment, in dem ich die Rechnung hier erstelle, wird also unter Kommunikation Dokumente, also auch das entsprechende Dokument hier mit abgelegt. Ich habe das 3-4-mal erstellt. Angebot, Angebot 2-mal und einmal hier die falsche Einzelrechnung. Das bedeutet, die 3 kann ich jetzt löschen, die brauche ich nicht mehr, die Dokumente. Und dieses Dokument, das ich jetzt eventuell per E-Mail senden will, klicke ich an, klicke dann unten auf die Schaltfläche als E-Mail senden und dann wird im Endeffekt, ist klar, weil der Empfänger hat jetzt keine E-Mail-Adresse drin, dann würde also an den Empfänger entsprechend eine E-Mail gesendet werden. Welche Möglichkeiten haben wir denn noch bei diesen Artikelrechnungen? Wir haben bei diesen Artikelrechnungen, geht es weiter, haben wir natürlich noch deutlich mehr Möglichkeiten. Und da sieht man mal, dass NetXP-Verein ja dann doch eine sehr professionelle Anwendung hat. Denn man muss sich das Ganze jetzt folgendermaßen vorstellen. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele 1000 Vereine und diese 1000 Vereine schreiben jedes Jahr die gleichen Rechnungen. Sehr viele davon. Das heißt, ganz viele schreiben Bandenwerbung, irgendwelche Werbedienstleistungen allgemein oder verkaufen auch immer an dieselben Leute das Gleiche und erhalten dafür Geld. Das bedeutet, jedes Jahr muss ich ja bestimmte Menge von Rechnungen, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, kopieren. Und das geht auch mit NetXP-Verein und das ist auch total einfach, denn ich kann eine Rechnung, die ich eventuell 2023 gestellt habe, schauen wir uns mal die Rechnung mit 2023 an, hoffentlich sind da ein paar drin. Genau, also ich habe hier ein paar Rechnungen aus dem Jahr, na, in 2023 habe ich überhaupt keine Rechnungen, das macht nichts, ist egal. Nehmen wir heute die von 24 mit hin. Also, das heißt, ich nehme eine Rechnung, die ich in diesem Jahr nochmal stellen will. Die markiere ich, klicke die mit der rechten Maustaste wieder an und kann jetzt hier unten einstellen, Rechnung aus Rechnung erstellen. Diese gesamte Einstellung hier wird jetzt kopiert. Es wird alles kopiert. Es wird so kopiert, wie diese Rechnung ursprünglich eingestellt war. Nur diese Vorlage gibt es nicht mehr. Und Achtung, das Auftragsdatum, auf das muss man natürlich ebenfalls hier stark aufpassen, denn auch dieses Auftragsdatum wird hier eben entsprechend mitkopiert. Ansonsten bleibt das alles. Alles genau so. Und das Einzige, was ich machen muss mit so einer Bandenwerbungsrechnung ist, also Rechnungsnummernkreis habe ich auch gelöscht. Genau. Erstellen und speichern und vorher könnte man vielleicht sagen, naja, heuer hat er 5 Meter.
Das heißt, ich kann die jetzt ändern und kann dann diese Rechnung jedes Mal neu erstellen und muss also nicht erst den Rechnungspartner auswählen und dann die ganzen Artikel dazu auswählen, sondern das ist im Endeffekt alles schon hier in der Rechnung entsprechend hinterlegt und kann genauso verwendet werden. Ja, und dann, was eben bei der Artikelrechnung ebenfalls noch wahnsinnig wichtig ist, das ist natürlich der Moment, in dem Artikel zum Teil oder vollständig wieder zurückgebracht werden. Das heißt, es passiert, jeder, der Rechnungen schreibt, der hat das Problem, dass Rechnungen oftmals zum Beispiel zurücküberwiesen werden mussten oder dass eben ein Teil wieder zurückgegeben wird oder dass eventuell alles wieder zurückgegeben wird. Das heißt also, ich muss oftmals basierend auf Rechnungen auch Gutschriften erstellen. Und diese Gutschriften kann ich ganz einfach erstellen. Das heißt, ich nehme mir jetzt eine bezahlte Rechnung. Ich habe also jetzt hier die Rechnung von der Richter Emily. Die ist bezahlt und die will ich jetzt gutschreiben. Und das markiere ich ganz einfach, rechte Maustaste. Und dann kann ich hier unten eben auswählen, Gutschrift aus Rechnung erstellen. Jetzt wird es brutal, denn er nimmt jetzt, man sieht, das ist eine Riesenrechnung gewesen mit unglaublich vielen Positionen. Und was jetzt NetX-P-Verein macht, ist, er dreht jetzt das alles um. Das heißt, der Nettopreis war hier 15, 15, 15, 15 und jetzt minus 15. Das heißt, der negiert jetzt diese gesamte Rechnung. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ich muss jetzt hier natürlich die entsprechende Vorlage wählen, eben für die Gutschrift, muss dann sagen, für jede Rechnungsposition eine Buchung erstellen. Und jetzt ist klar, wie können wir das nicht in der Software so austauschen, wenn ich es sage als Lastschrifteneinzug, bedeutet das, es bedeutet, wir erstellen jetzt einen Bankenauftrag, der im Endeffekt dann dieser Emily Richter entsprechend überwiesen wird. Zeige ich jetzt. Das heißt, ich nehme jetzt mal hier als Lastschrift, bedeutet, wir überweisen den Betrag der, dieses per Überweisung macht in dem Fall bei einer Gutschrift gar keinen Sinn. Und wenn ich dir das Geld bar zahle, dann kann ich natürlich, wenn ich wollte, hier das Ganze also auch bar auszahlen, dann wird also eine Barbuchung über insgesamt minus 185 Euro erstellt. Auf der Kioskasse. Wollen wir jetzt nicht, ich will einen Bankauftrag erzeugen. Das will ich auch im Belegarchiv speichern, passt alles wunderbar eingestellt. Und was ich jetzt mache, wie gesagt, ist einfach nur erstellen und speichern. Also ich brauche nur einen Rechnungsnummernkreis. In dem Moment hätte man natürlich auch einen Gutschriftenkreis. Und also in den Nummernkreise einen zweiten anlegen, erstellen und speichern. Und jetzt hätte ich hier also entsprechend eine Gutschrift erstellt. Die sehen wir hier, Richter Emily. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir eben die Gutschriftenvorlage gewählt. Was ist jetzt hier passiert? Hier wurde jetzt ein Eintrag erstellt, der im Endeffekt jetzt die Überweisung vorbereitet. Ja, entschuldigen Sie, ich habe hier einen Fehler drin. Nochmal erstellen. Also Gutschrift aus Rechnung erstellen. Und wenn ich hier als Lastschrift anklicke, dann ist das hier das richtige Konto. Also ich nehme jetzt mal hier wirklich mal das normale Girokonto, als Online-Banking hinterlegt ist. Weil keine Buchung erstellen erlaubt ist. Natürlich muss hier angehakt sein, dass hier auch die Buchungen erstellt werden, weil sonst kann es ja nicht überweisen, weil ohne Buchung kein Bankauftrag und ohne Bankauftrag kein Eintrag im Bankenübertrag. Also es muss natürlich hier für jede Buchung, für die Rechnungsposten eine Buchung erstellt werden. Und in dem Fall wäre es jetzt nicht so übrigens, weil wir haben ja lauter gleiche EA-Stellen. Das heißt, wir könnten jetzt hier auch für den Gesamtbetrag eine Buchung erstellen. Das würde jetzt auch gehen, weil hier, wie gesagt, alle EA-Stellen gleich sind. Rein um die Rechnungsnummer und die Gutschriftenvorlage. Genau. Jetzt hat er die Gutschrift erstellt, 185 Euro. Und jetzt haben wir auch unseren Eintrag drin hier im Bankenübertrag über 185 Euro. Das heißt, das Ganze könnte also jetzt übermittelt werden und wird dann im Endeffekt gegengebucht und ist fertig. Ganz einfache Geschichte. Überhaupt nichts dabei. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel wirklich eine Gutschrift erstellen will, dass man sagt, okay, ich habe jetzt keine Rechnung, die ich gutschreiben will, sondern bei mir hat einfach, weiß ich nicht, Grund X hat einfach irgendjemand eine Gutschrift erstellt,
dann kann ich das natürlich also auch von Hand machen. Das bedeutet, ich kann jetzt entweder hier rechte Maustaste Rechnung Gutschrift erstellen oder ich klicke hier unten auf Rechnung und kann jetzt eben eine Gutschrift erstellen, indem ich bei den Rechnungsposten Gutschriftposten, wie gesagt, also den Nettopreis oder den Bruttopreis, je nachdem, einfach mit Minus angebe. Auf diese Art und Weise wird jetzt im Endeffekt eine Überweisung für das Mitglied erstellt und ich muss dann eben hier noch eben wieder Gutschrift wählen, mein Mitglied auswählen. Genau, und dann unten als Lastschrift anhaken. Und so wird also ganz schnell ebenfalls eine Gutschrift entsprechend erstellt. So schnell geht es. Das war es mal hier mit dem Erstellen. Also wie gesagt, also jedes Mal, wenn ich hier eine Rechnung erstelle, wird natürlich das Rechnungsdokument hier auch unter Kommunikation Dokumente entsprechend vorbereitet. Da würde ich es dann eben zentralisiert drucken oder eben auch per E-Mail versenden kann. Das war es im Großen und Ganzen jetzt mal mit dem Erstellen von von Artikelrechnungen. Gibt es dazu noch Fragen? Ja, ich hätte drei Fragen. Könntet ihr kurz Rechnung erstellen? Ja, natürlich. Sekunde. Also welche? Irgendeine? Ja, einfach eine, ja. So. Das Erste, ja, Sie haben vorher mal gesagt, ja, dass bei Ihnen im Belegarchiv speichern fest hinterlegt ist. Wo kann man das fest hinterlegen? Dass das immer, gespeichert wird. Das ist, wenn ein Belegarchiv, wenn ich ein einzelnes Belegarchiv habe, ist das automatisch angehakt, wenn ich mich nicht irre. Dann war meine zweite Frage, Sie haben Einzelpositionen manuell erfasst, da ist bei Ihnen 0% Komma. Bei mir kommt da immer gleich 19%. Das muss ja auch irgendwo hinterlegt sein. Manuell, ja. Diese 19% hier, ja, nein, ja. Das ist auch bei mir 19%, ist hier standardmäßig drin. Das, glaube ich, ist tatsächlich nirgends einzustellen. Okay, weil das Problem habe ich immer, dass das, wir sind nicht steuerpflichtig und dann passiert es öfters mal, dass die dann langsam drin ist. Langsam löschen. Das ist ja der Vorteil, den alle Seminarteilnehmer genießen. Ich habe hier einen Block und einen Stift. Macht natürlich total Sinn, weil die wenigsten sind ja umsatzsteuerpflichtig. So, und mein dritte war es, könntet Sie es mal mit Rechnungen und wenn ein Zahler hinterlegt ist, zeigen. Weil da, das ist ein bisschen, da kann man die Rechnung nicht auf das Mitglied direkt ausstellen, weil da muss ich immer den Zahler nehmen. Und dann ist die Rechnung auf den Zahler ausgestellt. Ja, das habe ich auch heute festgestellt, da gibt es jetzt seit heute ein Ticket, das, was Sie meinen, wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Sommer-Ben nimmt, erstmal eben hier, dass ich da immer nicht das Mitglied und dass das eigentlich nicht stimmt, sondern dass hier also immer dann später der Kontoinhaber, also das Mitglied gewählt wird, oder? Egal, was ich anhacke. Nein, das habe ich nicht gemeint. Wenn Sie einen Zahler hinterlegt haben, beim Ben ist jetzt kein Zahler hinterlegt. Es gibt ja Zahler, die von Mitgliedern. Ja. Ja. Und in dem Moment haben Sie ja mehrere Auswahlmöglichkeiten. Aber um die Rechnung dann per Einzug zu generieren, muss ich dann wirklich den Zahler nehmen. Und dann wird die Rechnung auf den Zahler ausgestellt. Ja, Sekunde, jetzt muss ich mal schnell schauen. Familienoberhaupt, Alexander Neugebauer ist das Familienoberhaupt. Und jetzt schauen wir mal, Amelie Stein, sowas meinen Sie. Wenn ich jetzt genau, zum Beispiel der Amelie Stein eine Rechnung schreibe, dass die automatisch dann auf dem Alexander Neugebauer ausgestellt werden soll. Nee, nicht automatisch, sondern dass er auf die Amelie ausgestellt wird und dass ich dann aber trotzdem einziehen kann. Das geht aber nicht. Nein, das wird nicht gehen, ja. Das ist ganz einfach erklärt, weil natürlich die Amelie Stein ja eigene Kontodaten hat. Okay? Die Amelie Stein hat eigene Kontodaten. Also bei Familien ist es ja so, bei Familien hat das Mitglied selbst Kontodaten und das Familienoberhaupt hat auch Kontodaten. Amelie Stein, hier sieht man das. Kontodaten und wir müssten ja eben davon ausgehen, wenn ich das Mitglied auswähle, dass er natürlich diese Kontodaten hier zieht und nicht die von dem Familienoberhaupt. Okay. Ja. Deshalb, Sekunde, bin ich aber der Meinung, jetzt können wir aber nur mal schnell überprüfen, dass wenn ich jetzt der Amelie Stein hier eine Rechnung schreibe, Stein,
dass ich hier wählen kann, dass man eben sagt, du pass auf, das ist das Mitglied und das hat einen Kontoinhaber, Amelie Stein. Es gibt aber hier noch einen Zahler und zwar den Kontoinhaber Alexander Neugebauer. Und ich glaube, dass ich hier dann durchaus auch den Alexander Neugebauer wählen kann, weil das der eingestellte Zahler ist für das Mitglied. Dazu muss ja, das wird sie ausgestellt auf ihn, genau. Wenn das Mitglied aber keine Kontodaten separat hat, dann muss ich trotzdem immer den Zahler nehmen. Ich habe es jetzt so gelöst, ich habe die Kontonummer dann vom Zahler dann übernommen in die feste Data. Ich weiß, was Sie meinen. Also wenn jetzt zum Beispiel hier die Amelie Stein keine Kontonummer hätte, genau. Kunde, also wenn die, das können wir ja Gott sei Dank, kann ich ja das alles rauslöschen. Nur. Zack. Also sie hat selber keine Kontoverbindung und wenn ich jetzt hier eine Rechnung erstelle, Stein, dann sehe ich ja jetzt, dass die kein Konto hat. Sehen Sie es? Ich sehe beim Mitglied oben steht ja keine IBAN dahinter. Also ich sehe, die hat kein Konto. Und auch der Kontoinhaber hat auch kein Konto, aber auch hier an der Stelle könnte ich jetzt an das verbundene Mitglied eben, an das verbundene Familienoberhaupt der Rechnung stellen. Und das funktioniert auch, weil es wird also jetzt hier die IBAN und die BIC vom Dr. Alexander Neugebauer angezeigt. Ja, und so weiß ich halt nicht, dass es da eigentlich tatsächlich der Amelie berechnet hat, dass die was gekauft hat. Das ist ja, das Problem. Das stimmt, ja. Ja. Ach, jetzt, weil ich verstehe, Sie wollen, dass als Adressat oben die Amelie Stein steht, aber die IBAN vom Konto ist nicht gut. Das ist, ich weiß nicht, das würde ich jetzt nicht machen, weil das passt ja nicht zusammen, weil man braucht ja ein Mandat und das Mandat besteht ja definitiv auch aus dem Zahlernamen. Und deshalb würde ich das so nicht machen, sondern dann sollte dann schon auch der Zahler oben stehen. Nur so als Idee, man könnte ja unten bei den Zusatzinformationen dann einen Vermerk eintragen, dass diese, in dem Fall jetzt Stein Amelie, das gekauft hat. Das kann man auch machen, ja. Kauf wurde von Stein Amelie beauftragt oder je nachdem. Das könnte man auch machen, ja.